Ich habe hier im Betaflight unter dem Tab Receiver einfach irgendwelche Werte aus und es macht wilde Sachen, wild durcheinander. Teil 3 vom Drohnenzusammenbau. Die Drohne würde so weit stehen. Leider aber funktionieren ja zwei von diesen vier Motoren nicht. Wahrscheinlich ist es der Flugcontroller. Der hat nur 15 Ampere Ausgangsstrom. Ich habe jetzt einen gekauft mit bis zu 60 Ampere. Das heisst einfach nochmal alles ausbauen, alles nochmal löten, alles nochmal zusammenbauen und alles nochmal im Betaflight konfigurieren. Und hoffen, dass es dann funktioniert. Der Flugcontroller und die DSC-Platte sind eigentlich jetzt separate Bauteile. Das war noch ein 4-in-1. Der braucht jetzt auch noch ESC-Controller dazu, der nachher die Motoren eigentlich ansteuert. Ein weiteres Mal heisst es jetzt löten. Und zwar muss ich einfach hier unten die Motoren jeweils wieder vorverzinnen. Das ist für die Batterie. Da das Kabel, das man hier sehen, das verbindet eigentlich ESC und Flugcontroller. Das heisst, ich muss da nichts löten und die können dann miteinander reden. Obendrauf dann einfach wieder Sachen für die Air-Unit. Das RC ist für S-Bus, TXize, RXize und Ground muss ich da sicher verbinden. Es ist relativ einfach gegangen. Ich hatte eine knappe halbe Stunde jetzt für das gehabt, weil ich vorher tageweise fast dran war. Und ich habe Verbindung. Nice. Gyroskop funktioniert. Jetzt mache ich das Ganze nochmal mit dem Tutorial. Yeah, we're gonna go to the receiver tab, and what I want to see is that when I move the sticks on my transmitter, my channels move. Right. Was jetzt mal was schauen, ist, dass ich den Receiver kann verbinden. Ich habe dann Serial Based Receiver und der ist über S-Bus. Okay, damit ich jetzt hier einen Input sehe, den ich über den Receiver mache, hier im Betaflight, braucht der Unit Strom. Und die kommt sie über, indem ich hier die Batterie anhänge. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Schiss wieder. Aber eigentlich kann ich nicht passieren, weil ich habe jetzt auch noch den Smoke-Stopper mir zugetan. Falls irgendwo einen Kurzschluss oder so gibt, dann verraucht es den hier und nichts am Quad. Jetzt sehen wir hier, wenn ich den Throttle rauffahre, dann macht er da etwas. Und da unten habe ich den Copter, der Bewegungen, Inputs nachgibt. Auf eine Art funktioniert jetzt alles, irgendwie aber auch noch nicht, weil jedes Mal, wenn ich die Fernbedienung einschalte, schaltet sie sich auf einmal wieder selber aus. Oder ich kann hier im Betaflight unter dem Tab Receiver einfach irgendwelche Werte aus und es macht wilde Sachen, wild durcheinander. Ich bin nochmal die ganze Quadratik durchgegangen und habe nochmal das Datenblatt von der Air-Unit angeschaut. Und da steht nämlich, dass sie mindestens 7,4 Volt Eingangsspannung braucht. Da ist mir in den Sinn gekommen, dass ich das Plus und das Minus von der Air-Unit auf den Flugcontroller gelötet habe, nicht direkt da eigentlich an die Batterie her. Es gibt so viele Stolpersteine, so viele Fehlerquellen, wo man irgendwie überhaupt nicht daran denkt und man muss einfach immer wieder alles nochmal und nochmal durchgehen, bis man dann merkt, ah, ja, das könnte sein. Ich stecke mal einen Akku an, dann die Drohne mal armen und schaue, ob ich via Fernbedienung kann die entsprechenden Inputs geben kann. Wenn ich jetzt mal Gas gebe, dann drehen einfach zwei Motoren. Keine Ahnung. Hoi. Okay. Der Smokestopper selber, das ist nichts anderes als eine Sicherung, die dort drinnen ist. Das lädt nicht mehr als irgendwie ein halbes Ampere oder so über den Smokestopper zu. Okay, ja. Wenn du jetzt natürlich Gas gibst, dann zieht die Motoren viel mehr als ein Ampere. Ja, den Smokestopper würde ich nur verwenden, aber genau wenn ich jetzt so Einstellungssachen mache. Aha. Du kannst jetzt ein bisschen Gas geben, dass einfach mal alle Motoren hier ein bisschen drehen, irgendwie so ein Drittel Gas oder so. Aha. Und dann schaltest du mal in den nächsten Modus. Jetzt müsst ihr dann anfangen zu hyperen. Jetzt haben wir einen Angle Mode. Okay, dann nehmen wir mal ein bisschen die Hand und bewegen wir mal ein bisschen. Du kannst wirklich richtig bewegen. Ja, schau. Siehst du? Ja. Und jetzt hat er abgestellt. Ja, weil er keine Referenz mehr hatte. Das ist gut, Gas wieder auf Null. Ja, super. Ja, gut. Also du, dann lade ich dich wieder. Ich muss gerade ins nächste Meeting. Ja, ich muss im Fall gerade auch ins Meeting. Tschüss. Ciao. Ich glaube, das Teil ist ready zum Fliegen. Es funktioniert wirklich alles jetzt. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Akku hier oben drauf und der Propeller.
Und bevor ich jetzt aber effektiv abhebe, wäre es mega cool, könnt ihr das zusammen mit jemandem von euch machen, wo man so ein bisschen, wo mich begleitet, wo man so ein bisschen Tipps und Tricks kann geben vor dem ersten Flug. Schickt mir doch ein Mail, ich habe die Mailadresse unten drauf verlinkt. 1-2 Videos, kurze Beschreibung zu euren Erfahrungen und zu euch. Und dann ja, komme ich vielleicht bald mal mit einer Kamera vorbei oder du zu mir und dann fliegen wir das Ding. Ich würde mich freuen. In der Zwischenzeit übe ich sicher noch ein bisschen im Simulator.